Ich hab gedacht, das ist ein richtiger Bulle, aber das ist so ein richtig wild gewordener Fisch, der unendlich viel Power hatte. Und jetzt zeige ich euch jetzt mal. Ja, ich glaube, langsam kommen die Fische aus Futter vernünftig und gerade nachfüttern. Ups. Geil. Zeige ich nochmal von der anderen Seite. Und dann will ich zusehen, dass ich die Ruten nämlich vernünftig wieder neu fertig bekomme. Futter ins Wasser kriege, weil da hinten wieder eine Regenfront hochkommt. Ich glaube, das Wetter spielt uns auch gerade echt tierisch in die Karten. Und heute Morgen hatte ich schon echt schlechte Laune, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, jetzt geht's ans Nachfüttern. Ich mache jetzt nicht viel, auch wenn ich ein paar Bisse gehabt habe. Ich werde jetzt pro Rute erstmal ein halbes Kilo nachsticken. Und heute Abend nochmal so ein halbes Kilo, weil die Fische sind ja da. Und ich möchte die jetzt erstmal nur halten. Aber wahrscheinlich wird jetzt viele von euch wahrscheinlich interessieren, wie baut man überhaupt so einen Futterplatz am Wurfgewässer oder allgemein Futterplätze auf. Da gibt es verschiedene Varianten, um das zu machen. Einmal natürlich über Masse und einmal über Kontinuität. Hier an dem Natursee sind wir hier ein paar Jungs mehr. Wir sind hier insgesamt 4 Stück und teilen uns den Futterplatz. Und das heißt für uns, dass wir hier täglich füttern. Eine kleine Menge, 2,5 Kilo. Das großflächig mit einem Wurfrohr und das immer abwechselnd in Schicht. Das ist dann eben halt ein Futterplatz aufbauen über Langzeit. Wenn man jetzt natürlich nicht so die Zeit hat, mache ich das zumindest sehr oft, dass ich sonst irgendwo, wenn ich irgendwo anders fütter, alle 2 oder 3 Tage füttern fahre und dann die Futtermenge aber dementsprechend hochschrauben. Das, wenn ich das jetzt sage, werden wahrscheinlich viele im Strahl kotzen. Das sind mal 10, 15 Kilo Boilies, können das denn sein? Bin ich ganz ehrlich, aber auch nur alle 2, 3 Tage, wenn überhaupt. Mitte September, die ersten Fressrausche gehen los, da muss man sich was einfallen lassen und da ist ein Fischmehlknicker für mich die beste Wahl anstatt Kohlehydrat. Klar kommen natürlich bei diesen Kampagnen auch ab und zu mal Partikel zum Fursch, also mit rein, meistens in der Form von Tigernüssen und Hartmais, natürlich vernünftig vorgequält und gekocht. Da ist die Menge variabel, ne? Bevor ich mich das allererste Mal raufsetze, lasse ich immer eine Woche verstreichen, Minimum. Und bei diesen großen Futterkampagnen, die ich mache, so alle 3 Tage oder 2 Tage, warte ich auch Minimum eine Woche bis 1,5, bis ich anfange darauf zu angeln, dass die Fische natürlich ein Stelldicht drauf einhaben. Aber denkt dran, Leute, wenn ihr sowas an den Vereinsgewässern macht oder irgendwo anders, sprecht das mit den anderen Kollegen ab oder mit anderen Anglern. Nicht, dass ihr euch wegen solcher Scheiße in die Haare bekommt. Das ist immer wieder ärgerlich. Das selber schon mitbekommen oder selber schon am eigenen Leib erfahren, dass sowas auch mal ganz schnell ausarten kann in Streit. Deswegen Fair Play mit anderen Anglern, sprecht an den Gewässern drüber und dann ist alles geil, weil wir nehmen uns nichts weg. Top. Und eine Sache noch zum Futter. Ich mag gerne unterschiedliche Boilie-Größen füttern. Zwischen 16 bis 24 mm aus einem ganz einfachen Grund. Wenn du am Gewässer unterwegs bist, wo einigermaßen höherer Angeldruck ist, werden die Fische definitiv schneller Vertrauen in den Platz finden und unvorsichtiger werden, wenn sie unterschiedliche Ansaugdrücke haben beim Aufnehmen vom Köder. Nur so ein kleiner Geheimtipp von mir.